Mein Name ist Christina Ball und ich bin Pulmologin an der Universitätsklinik für Innere Medizin II. In unserer Forschungsgruppe unter unserem Abteilungsleiter Professor Marco Itzko untersuchen wir Patienten mit schwerem Asthma. Um diese Patienten tiefergehend zu untersuchen, benötigen wir Biomarker, die leicht im klinischen Alltag erhältlich sind. Zum Beispiel das ausgeatmete Stickstoffmonoxid, also FeNO, das wir in dieser Arbeit untersuchen. In meiner Arbeit konnten wir herausfinden, dass die Patienten mit einem hohen FeNO-Wert, hohen ausgeatmeten Stickstoffwert, eine hohe ursächliche Typ-2-Entzündung in der Lunge hatten. Sie hatten auch viele Atemkrisen und eine schlechte Lebensqualität. Diese Patienten haben im Alltag auch sehr viel Medikation gebraucht. Die Forschung für diese Biomarker ist so wichtig, weil wir durch die Biomarker die ursächliche Entzündung im Patienten herausfinden können und somit einen Schritt weiter zu der Präzisionsmedizin sind, um den Krankheitslast bei den Patienten zu erleichtern und auch die Therapiebürde zu verbessern. Die MedUniWien steht für mich für die perfekte Mischung aus Klinik, Lehre und Forschung. Ein prägender Moment für mich in der Vergangenheit war, als ich auf meinem ersten internationalen Kongress meine Präsentation gehalten habe. Vom Aufhängen des Posters an, 2 Stunden durch bis zum Ende, bis zum Pause, Ende der Session, ist die Besucherzahl nicht abgerissen. Da hatte ich wirklich eine großartige Möglichkeit, so viele Gespräche und anregende Diskussionen zu führen. Hat mir gut gefallen. Wenn ich nicht gerade im Labor oder in der Klinik stehe, bin ich gerne in der Natur, in den Bergen, am Meer. Ich reise gerne. Aber derzeit bin ich meistens zu Hause und forsche weiter. Ich habe die Logik immer sehr gern gehabt und Medizin ist sehr logisch. Deshalb habe ich mir das auch ausgesucht. Wenn es anders gekommen wäre, hätte ich wohl Mathematik oder Informatik gemacht.